Hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde. Ja, wir sind jetzt hier wieder, ne? Die Leiter hier wieder runter. Der Gatling-Typ ist weg, der Jäger, der hier war, auch. Ja, und dann können wir uns jetzt hier weiter umgucken. Wow. Vielleicht von beiden Seiten hier. Okay. Das war gerade mal, ne? Eine schwierige Situation. Okay. Gut, sonst ist hier nichts. Ich würde mal sagen, da müssen wir wieder runter hier, oder? Was denn hier? Haben wir hier schon? Ja, von hier sind wir gekommen, genau. Gucken wir uns da unten noch mal genauer um. So, okay, gut. Hier. Da in dem Gebäude war ja, glaube ich, alles erledigt. Wenn nicht, gucke ich mich da offline nochmal um werde das natürlich erwähnen, wenn ich da irgendwas entdecken sollte, ne? Also das schon. Okay. So. Wow. Männers. Ja. Ne? Haben uns ja gemerkt, die haben ein kleines Problem mit Feuer. So, hier gleich mal Rinnenoberschenkel, ne? Okay, gut. Hier steht einer rum. Hallo? Da geht's runter. Ach, da ist schon mal so ein großer Werwolf. Okay. Ob der auch ein Problem mit Feuer hat? Oh. Alt Janam. Da hat mir Janam besser gefallen, da. Naja, komm her. Nein. Der scheint kein Problem mit Feuer zu haben. Blutsteinscherbe, sehr schön. Aber sonderlich schwer sind die eigentlich nicht, ne? Wenn man da so ein bisschen zur Seite ausweicht. Ja, am besten. Man greift die so von hinten an. Ja, so wie ich jetzt gerade, ne? Oder man kommt halt einfach nicht dazu, ne? So. Sehr schön. So, die droppen eigentlich immer Blutfiolen. In dem Fall nicht. Okay, gut, macht nichts. Können wir das Feuer hier ausmachen? Ja, ne? Sieht man genug. So, gut. Jetzt haben wir hier wieder mehrere Wege. Fürchte dich vor Bestie. Soll heißen? Wir sind Jäger, natürlich fürchten wir uns nicht. Was ist denn hier los? Oh, eine große Tür. Hier ist bestimmt ein Bosskampf. Okay, da gucken wir jetzt noch nicht rein. Wir gucken jetzt erstmal in diese Richtung. Okay. Ist relativ ruhig hier. Liegt da bestimmt was. Na. War klar. Bestienblut-Tablette. Aha. Ei. Ja,
Ja, wir stehen natürlich richtig beschissen hier. Ah, hier kann man, so, diese Blutsteinscherben kann man hier farmen. Also vielleicht hatte ich jetzt auch Glück, aber das waren jetzt drei von diesen großen, ja, und die haben alle drei. Ja, 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 ja. So, die haben alle drei. Wo ist der hin? Hallo? Weg. In Luft aufgelöst hier. Okay, können wir da rein? Will ich da rein? Ja, wir wollen. Gegengift. Schön. Ah, ja, ja. Ja, 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 ja. So. Das war mal wieder richtig hinterhältig hier. Vielen Dank. So, sonst gibt's hier nichts. Hier ist auch nichts. Da geht's lang. Und hoch können wir noch. Ach, so viele Wege hier. Aber es ist schön, da gibt es viel zu entdecken. Ne? Da ist zu. Kann man das öffnen? Oh ja, kann man. Sah eben gerade so aus, als wenn da so ein Abgrund ist. Hier geht es auch wieder irgendwo hin. Ich will erstmal nach oben. Gucken, was da ist. Ja, vielleicht wieder so ein Gatling-Typ. Hier liegt auf jeden Fall was rum. Feuerpapier, okay. Ah, Feuerpapier, okay. Das ist wahrscheinlich für die Gegner hier ganz gut einzusetzen. So, wir gucken mal hoch. Hier ist eine Leiter. Und durch hier auch wieder schön gemacht ist, im Allgemeinen, dass das Level-Design, ja, denn im Dark Souls 1 war es ja auch so, dass man, dass das quasi alles irgendwie eine homogene Welt war, wenn du so willst, ne? Und hier ist es auch so, da, man läuft da und da lang und kommt halt, wo ist das jetzt? War das schon? Ich sehe es jetzt nicht, ja, wahrscheinlich. Und kommt dann halt, wieder irgendwo an, wo man schon mal gewesen ist und hier und da, das ist natürlich schön. Ja, viele Abkürzungen. Beim zweiten Teil in Dark Souls war es ja dann so, dass es halt irgendwann einfach nicht weiterging. Da gab es dann diese Urleuchtfeuer und dann ging es nicht weiter. Ja. Natürlich auch gut gelöst. Die Bereiche, die es da gab, waren ja gut. Muss man ja sagen. Aber, oh. Ah, seht ihr, zum Glück haben wir das Feuer an hier. Also war es einfach cooler, muss man mal so sagen. Blutsteinscherben findet man hier echt noch und nöcher. Herrlich. Aber ich hätte auch gerne mal, vielleicht mal eine andere Waffe. Ja, also ich mag den Stock, ja. Gerade diese Peitschenfunktion ist echt cool. Aber, ja, was Neues wäre auch gut. Mal schön gucken, ne? Wo hier keine Gitter davor sind, könnte einer rausspringen. Ja, nee, da nicht. Okay. Okay. Wir haben schon wieder einen. Kollegen. Komm her. Ah, schön. Schön daneben gehämmert.
Okay, der kann schon ein bisschen mehr ab. Was hast du für mich? Blutsteinscherbe, sehr gut. Ja, ihr seht's, ne? Hier kann man, das kann man farmen hier. Oh. Der schreit hier so rum. Nix ist hier. Lass deine Griffeln, wo sie sind. So, Mäßigungsblutedelstein. Okay, habe ich jetzt auch mal in die Waffe eingebaut, ja. Ist nicht viel, was man da jetzt dazu kriegt. Vielleicht gibt es da noch bessere Steine letzten Endes. Wir hatten jetzt, ich habe jetzt so 2,1% vom physischen Schaden wurde da gesteigert. Das ist jetzt natürlich nicht die Welt, ja. Aber hey, mehr Schaden ist mehr Schaden, ne? So, was gibt's hier? Quecksilberkugeln, 10 Stück gleich. Zeichen des starken Jägers. Okay, davon haben wir jetzt 10 Stück. Natürlich jetzt nicht wenig, ne? So, sonst gibt's hier nichts. Oha. Eigentlich haben wir jetzt schon wieder genug gesammelt, ja. Wer hilft? Ah, na, wenn das hier schon steht, da weißt du doch Bescheid, was hier kommt, ey. Das Ding ist jetzt bloß, wir haben schon wieder genug Blutechos gesammelt. Um eigentlich nochmal wieder zurückzukehren. Oh, da ist schon wieder so ein Altar. Guck mal. Und was hockt da davor? Irgendein Viech. Ist das ein Boss? Ich hoffe nicht. Okay, wir machen mal so. Ah, natürlich ist das ein Boss. Scheiße. Naja, gut, komm. Versuchen wir es mal. Boah, mit einer riesen Reichweite hier. Eieiei. Und Schaden macht die auch ohne Ende. Ich hätte es wissen müssen. Eigentlich hätte ich es wissen müssen, ja. Okay, vielleicht schauen wir es ja trotzdem. Der sieht's ganz gut aus. Wo ist er? Da. Warum eigentlich sie? Warum sage ich sie? Ach, wenn ich nicht die ganze Zeit daneben ballern würde, ja. Oh ja.
Sorry, dass ich jetzt ein bisschen ruhig bin. Oh, oh, oh. Ja, ich wusste, dass da musste noch was kommen. Aber ich muss mich hier gerade ein bisschen konzentrieren. Völlig aus, das Ding, ey. Ist das, was ist denn das jetzt? Ist das jetzt Gift oder was ist das? Eieiei. Nein. Okay. Gut, ich würde mal sagen, wir machen jetzt hier einen Cut, ja. Ich guck mal, dass wir vielleicht mal diese andere große Tür, die da war, ob wir da überhaupt reinkommen oder was da ist. Vielleicht ist da ja so eine Laterne, das wäre ja gut, ne, dass man hier nicht immer den kompletten Weg hier latschen muss. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich danke euch fürs Zusehen.